Hallo, willkommen zum Eurotruck Simulator 2 im Together mit dem Relocutus, aber nicht im Multiplayer. Tja, hallo Leute. Ich stehe noch immer in Prag. Prag ist es klar. Ja, und ich stehe immer noch kurz vor Amsterdam, glaube ich. Ja, vor Amsterdam. Und darf auch noch meine Tour weiterfahren. Und mich nervt, wie in der letzten Folge, immer noch mein Heuschnupfen. Das wird man ein bisschen hören, meine Nase ist nämlich dicht. Ja, also es Und, liegt diesmal nicht an meinem Internet, dass es sich so komisch anhört. Es liegt an ihm, an seiner Nase. ja, an meiner Nase. Und meine Nase hat nichts anderes drinnen, sondern nur Heuschnupfen. Weil, bevor das jetzt wieder irgendeiner erzählt, ja, was hast du in Amsterdam gemacht? Ich verstehe. Ja. Ja, ist wenig nett, wenn die Nase die ganze Zeit zu ist und juckt und also Macht beim Aufnehmen nicht so sehr, richtig Spaß, ne? nein, ist ein bisschen nervig, wenn man dann auch mit zuer Nase so sprechen muss und so. Ja. Du. Ach, die KI nervt. Jo, das Vergnügen hatte ich in der letzten Folge auch schon öfters. Blinksabbieger. Ich fahr grad weiter. Wieder einer, der von mir abbiegt. Und kleckert weiter hinten nach. Ja, schön, ja. Tolle Also KI. SCS sollte mit Patch 1.13 unbedingt die KI wieder auf Version 1.10 bringen. Da war's besser. Deutlich besser. Ja, wir haben uns wieder ein Thema vorgenommen und eigentlich zwei Themen sogar. Ja, ein bisschen in der Spielbranche angesiedelt, weil da gab es auch zwei kleinere Sachen, die kommen sind. Die liebe Firma Capcom, PC-Spieler kennen die, glaube ich, nicht ganz so gut, aber Konsolenspieler, weil die ist halt eher ein großer Hersteller für Konsolenspiele oder so. Resident Evil zum Beispiel ist von ihnen. Ja, genau. Ja, die liebe Firma hat scheinbar irgendwie ein Patent auf Spielerweiterungen. Das heißt, Add-ons oder so, wie die in bestehende Spiele eingebunden werden können. Und irgendwo haben sie irgendwo sich so ein Patent ausgegraben, was schon, ich glaube, 10 Jahre alt ist oder so. Ja, und jetzt kommen sie auf die glorreiche Idee, andere Spielhersteller auf Lizenzgebühren zu verklagen, die ihre Spiele mit Add-ons erweitern, weil das angeblich ihr Patent ist. Also, auf sowas kann man ein Patent anmelden. Ja gut, du weißt doch, die Patenttrolle, die es so weltweit gibt, was es alles an Patents gibt oder angemeldet werden, und ich finde es teilweise erschreckend, was auch durchgesetzt wird oder durchkommt, genauso wie halt hier, wann war denn das, vor 10 Jahren oder so, wo die Telekom bei uns in Deutschland ihre Farbe, wie heißt das denn, Magenta, oder ich weiß nicht mehr, wie die Farbgebung genau heißt, Das rosa ihr halt. komisches Pink da, da wollten die ein Patent drauf angemeldet haben. Da sind sie in Deutschland hindurchgekommen, aber in Amerika oder in anderen Ländern kommt man vielleicht mit sowas eher durch, also teilweise sehr merkwürdig. Nur man muss mal eins rechnen, sollte sich Capcom wirklich damit durchsetzen, werden ja alle Spielhersteller davon betroffen. Nicht nur einen, nicht einen haben sie jetzt verklagt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer das jetzt ist, aber keiner von den ganz Großen. Aber sollten sie sich damit durchsetzen, dann würden die bestimmt auch alle anderen Spielhersteller antreten, weil Add-ons haben viele Spielhersteller für ihre Programme, und rein theoretisch wird das ja auch für DLCs gelten dann. Also ich glaube, ich in der aktuellen Zeit kenne ich irgendwie kein Spiel, das kein Add-on oder kein DLC hat. Ja. Und schlussendlich werden die Spieler dann die Rechnung bezahlen. Weil die Spiele teurer werden, meinst du, oder? Ja, weil die Hersteller werden natürlich diese Kosten dann weitergeben. Da Werden müssen sie wir ja. mal gucken, was dabei rauskommt. Ich finde es nur manchmal echt sehr bedenklich, was so an Patenten vergeben wird. Ja.
Es war ja das gleiche damals mit Apple und ihren tollen iPhone. Die Ja. Form. Oh mein Gott, ein großes Display, ein Button vorne drauf. Ja. Wie soll ein Smartphone, das man mit Touch-Steuerung steuert, sonst auch schon? Ja, aber Apple verklagt ja andauernd ihren Lieblingsfeind, Samsung, weil die ihr iPhone und denen ihre Handys sehen alle gleich aus. Also, wie gesagt, ein sehr großes Wunder. Fernseher sieht auch immer gleich aus. Ja, schon. Ja, ich habe also bis jetzt noch nie dreieckige Fernseher gesehen oder so. Nicht? Ne? Oh ja, Also ich. nicht im Geschäft. In Geschäfte. Sondern wo? Ja, es gibt da Filme oder so, da siehst du doch ab und zu so Monitore, speziellen Ach so, Anfertigungen das und meinst so. du ja. Ja, aber so im Laden zum Kaufen. Ne. Sind ja alle irgendwie Also, quadratisch. ja, oder rechteckig oder so. Ja, eher rechteckig. Ja, heute rechteckig, früher waren sie wirklich eher quadratisch. Ja, hast du mir geredet. Nee, also Ja, die. auf jeden Fall finde ich sowas sehr bedenklich. Ja, auf jeden Fall. Was sie sich dabei gedacht haben oder was sie sich dabei denken, ich meine, das ist. Ja, was ich jetzt verstehe, hier so Patentanwälte, die das genehmigen. Gibt ja extra dafür in jedem Land so eine Behörde, wie die solche Sachen verteilen können auf sowas. Mit Vitamin B geht alles. Ja, oder eben keine Kenntnisse, was das überhaupt bedeutet. Ach ja, Spielarbeiter. Ach so, wenn die ihr Spiel rausbringen, ja, da haben sie recht, das Spiel haben sie entwickelt, also haben sie Patent da drauf. Wahrscheinlich hat derjenige, der das zugelassen hat, einfach so gedacht. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ja, das ist halt das, mein, okay. In gewisser Weise darfst du das diesen, die sich da damit beschäftigen oder die solche Patente bearbeiten, der darfst du seinen Anzug wirklich ankreiden. Weil ich möchte nicht wissen, wie viele Patente die am Tag kriegen und was für Patente und ja, kriegen ja Ja. nicht nur Patente über Spiele, die kriegen ja über alles Mögliche. Ja, natürlich. Es gibt ja nicht nur für Spiele. Du kannst ja alles. Du kannst eine Gabe patentieren, wenn die irgendein besonderes Funktion hat. Autos, alles, was so mit Autos zu tun hat, gibt es überall Patente für. Ich meine, sie ja bei Fernseher und sowas. Ja, klar. Bei Musik, bei CDs muss immer noch Patent. Lizenzgebühren an Sony und Philips bezahlt werden, weil sie es halt entwickelt haben. Ja, du kannst dich halt nicht überall auskennen. Ja. Ja, aber ich meine, bei sowas müsste man dann eigentlich wirklich hergehen, so ein Patent sofort wieder zurückzuziehen. Zu sagen, nee, das Patent geht nicht besonders. So viel ich weiß, haben die das Patent irgendwann Anfang der 2000er Jahre, so 2002, 4 oder so, beantragt. Es gab aber schon Jahre davor Spiele mit Edit-ons. Schöne KI, ich mag dich. Ah, hat sie dich schon wieder gern? Ja, ich wollte rüberfahren. Auf einmal kommt er dann mit 200 angeschossen auf der rechten Spur. Und war Oh, auf einmal schön. neben mir. Das ist nett. Ja, egal. Kein Schaden, kein Geld dafür bezahlt, also egal. Ja, also was die sich mit Patente teilweise da erlauben, sage ich mal. Ist ja schon traurig. Ja, gut, dass Patente zugelassen werden, ist noch normal, finde ich, aber da müsste es spätestens. Danach muss es halt auch überprüft werden, irgendwann mal. Spätestens dann, wenn einer klagt oder sagt, das kann ja nicht sein. Spätestens dann Das sollte man war, sich's mal anschauen, ja. ja. Und sollte dann nochmal überlegen, ob dieses Patent wirklich gerechtfertigt ist oder ob es eigentlich Ja. völliger Schwachsinn ist. Ja. Wie in dem Fall. Ohne dass derjenige da jetzt groß klagen muss oder sowas. Ich meine, es gibt auch Patente, die uns allgemein
sehr stark beeinträchtigen kann. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber es gab die letzten Jahre öfters mal eben Patente, wenn die durchgekommen wären oder wenn die anerkannt worden wären, ja, da würde ich sagen, hätten wir alle ein Problem. Ich melde demnächst ein Patent aufs Atmen an. Probier's. Ja, das wäre doch was. Muss da jeder was zahlen, der atmet. Ja, genau. Jeder darf mir 1 Cent für jeden Atemzug zahlen. Ach, ich werd reich. Blöde Idee. Ja, das ist doch eine nette Idee, oder? Ja, es gibt schon sehr blöde Patente. Aber ich glaube, das wird nicht durchgehen. Es sollte ja auch nur als Extrembeispiel gelten. Ist schon klar. Ja, und unser zweites Thema ist Dragon Age 3. Kommt ja jetzt irgendwann, ich glaube im November. Ich glaube im November kann das, soll das rauskommen. Wer Dragon Age 1 und 2, ja gerade 1, 1 war ja ein wirklich unheimlich gutes Rollenspiel. 2 kann man sich drüber streiten. Ja, für mich war es ein Fehlkauf. Bei 3, ich werde natürlich auch 3 vielleicht kaufen, aber da werde ich auch erstmal abwarten, ob Teil 3 in Richtung von Teil 1 geht oder in Richtung von Teil 2. Sollte es in Richtung Teil 2 gehen, verzichte ich freiwillig drauf. Nur, was sie jetzt mitgeteilt haben, dass Dragon Age 3 das erste aus der Serie ist, was ein Multiplayer bekommt. Was ja an sich nichts Schlechtes ist, nur dieser Multiplayer bekommt auch einen Shop. Das heißt, du kannst mit echt Geld dort was kaufen. Ja, und da Super. ist dann wieder die Frage, musst du was kaufen? Und was kannst du da kaufen? Du könntest wieder auf Pay to Win gehen, meinst du? Ja, also die Gefahr ist auf jeden Fall für mich gegeben. Ja, Wobei, sicher. ich muss auch sagen, Dragon Age interessiert mich nur als Solospiel. Als Rollenspiel online, ich glaube nicht, dass es mich großartig interessieren würde. Es ist halt die Frage, ob du was da machen kannst, ob das wirklich nur wieder, ob das dann nur Player versus Player ist oder Ja, ob es oder? dann Story hat. Ja, und wie das ist im Multiplayer, ob irgendeiner das hosten muss, wie viele können dann gleichzeitig spielen, was können sie in dem Spiel zusammen machen, da kommt es natürlich auch drauf an. Ja, sicher. Aber ich denke mal, es wird kein MMO werden. Kann man nicht vorstellen. Also ich glaube, HDE, ja, Star Wars, oder? EA hat Star Wars, ja. Haben sie schon irgendwo. Brauchen sie keins mehr. Bitte? Dann haben sie eh schon ein MMO, dann brauchen sie keins mehr. Ja, aber viele Hersteller haben ja mehrere MMOs im Angebot. Dragon Nur, wie Age. gesagt, ich bin bei sowas immer skeptisch, wenn gleichzeitig so ein Shop angeboten wird. Weil die meisten Hersteller bieten ja einen Shop nur an, um zusätzlich Geld abzugreifen. Und nicht aus Freundlichkeit, damit die Leute mehr Angebote kriegen im Spiel oder so. Das ist richtig, ja. Jetzt habe ich glaube, mir ist das Spiel abgestürzt. Oh. Ich drücke auf M. Es kommt zwar ins Menü, aber irgendwie braucht die Karte länger bis dahin. Ja, warte mal einen Augenblick, vielleicht hast du ja noch Glück, sonst wird das eine kurze Folge. Nee, läuft schon wieder. Also läuft wieder. Ich bin schon wieder am Fahren. Ich habe nur gerade geschaut, wo der nächste Rastplatz ist. Da hätten wir wieder das Beispiel, was wir erwähnt haben. Wenn einem sowas im Together passiert, ist das natürlich richtig blöd. Ja. Und da ist ein Haufen neue Mods drin haben. Könnte es theoretisch passieren. Ja. Obwohl ich mit den Mod, weil ich fahre ja, die Mods sind ja nicht heute bei dir ganz neu oder so. Ich fahre ja schon längere Zeit mit diesen ganzen Mods und ich hatte da eigentlich keine Probleme. Du weißt, dass wir schon einmal das Problem hatten, dass es bei dir gelaufen ist und bei Ja, mir nicht. stimmt. Also ich bin da schon ein gebranntes Kind, sagt man.
Ja, sie kommt noch ein Stück zum nächsten Rastplatz. Das sollte man in der Folge noch schaffen. Also, gut, danke für den Hinweis. Da muss ich hier nämlich auch Parkplatz suchen, obwohl hier ist keiner in der Nähe. Ich Dann werde habe ich noch ein wieder. Stückerl, also das dauert Ach noch so. Ja, ich sind achte nie auf die Uhrzeit. 15 Wofür habe ich Minuten. auch dich? Ja, gell. Bist ja auch kein Let's Player, also Stoppuhr. Stimmt. Das glaube ich irgendwie nicht. Da fällt mir was ein. In der Zwischenzeit, seitdem wir das letzte Mal aufhören, also nicht jetzt in dieser Staffel, davor die Staffel, die vier, in der Zwischenzeit müsste man dir auch jetzt gratulieren. Du bist ja auf 4.000 von deinen Abos gekommen. Ja, danke. Ja, du wirst langsam eine große Nummer. Meinst? Ja, und hängst mich immer weiter ab. Ja. Was soll ich sagen Ja. dazu? Tut mir leid oder sowas. Hey, ja, ich hab's verstanden. Das klingt jetzt ein bisschen unglaubwürdig jetzt, wenn ich es jetzt noch sage. Ja. Ja. Mir meine Abonnenten klauen und dann noch niemals Entschuldigung anbieten. Genau. Ja, selber schuld, du verlinkst ja auch auf mich bei dir. Ja, so gehört sich das. Damit die Leute nicht merken, wie schlecht mein Kanal ist, springen die auf gute Kanäle. In Wahrheit betreibt er da sie drei Kanäle. Ja. Seinen eigenen, meinen und den vom Harald. Ja. So, ich habe die Tankstelle schon voraus, gell? Gut. Ich habe eine Ampel voraus. Reicht dir das? Musst du wissen, ob du dort stehen bleiben kannst. Im Ja, Multiplayer da. wäre es jetzt kein Problem, dass wir die Folge beenden. Ja, drum. Ein KI, die wird sich dann beschweren. So, ich. Soll sie sich beschweren. Aber ich fahre noch eben um die Ampel rum. So, danken brauche ich nicht. Danke ist noch voll genug. Oh, tanken sollte ich bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich eine Tankstelle sehe, mal anhalten. Das könnte irgendwann knapp werden. Also 30 Tonnen ziehen, ist doch sehr Dieselfresser-mäßig daran. So, ich stehe. Ja, ich stehe auch, aber irgendwie kann ich nicht schlafen. Egal, das schauen wir in der Zwischenzeit an. Gut. Alles klar. Bis dahin, Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Ich sag schon mal Ade. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.